Hi, ich bin Alf, bin grüne Moda-Blogger aus Berlin und ja, unterstütze das Crowdfunding von Bleed, um aus Kork Klamotten zu machen. Hat eigentlich erst damit angefangen, dass ich mal eine längere Zeit im Ausland war. Und wir dann im Nachgang mit einigen Freunden zusammen ein Projekt aufgezogen haben, wo es uns wichtig war, nochmal herauszufinden, wie überhaupt die Textilindustrie funktioniert, wie das so tickt, also wie zum Beispiel ein T-Shirt entsteht. Und da sind uns ganz viele Punkte aufgefallen, die einfach nicht richtig sind. Und darüber wurde ich eigentlich dafür sensibilisiert, was alles eigentlich auch in so einem Textil, in so einem T-Shirt, in der Hose eigentlich alles drinsteckt. Und ich glaube, wenn man sich damit länger befasst, dann kommt man automatisch eigentlich zu einem Punkt, wo man sagt, ich möchte viel mehr darauf achten, wo meine Klamotten herkommen, von wem die produziert werden. Und deswegen habe ich mich da so 2008, 2009 zum ersten Mal wie länger damit befasst und bin da halt dran geblieben. Als ihr davon erzählt habt, dass ihr daraus eine Jacke machen wollt, dachte ich mir erstmal, okay, wie schaffst du das aus diesem Material, was ich in der Haptik und auch in der Konsistenz kenne, einen Stoff? Also wenn ich mir das so anfasse, fasst sich das einfach gut an. Und ich glaube, das würde ich nicht als erstes mit Kork irgendwie identifizieren. War das so der logische Schluss? Klar, bei einem Portemonnaie, aber bei einer Jacke. Deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich das, was man so fühlen kann, erstmal sehr überraschend und irgendwie auch überzeugend. Toxic-free ist total wichtig, weil ich einfach auch für mich selber gar nicht möchte, dass ich irgendwelche chemischen Substanzen auf meiner Haut habe, die eigentlich in einem Kleidungsstück nicht zwangsläufig was zu suchen haben müssen. Und für mich als Vater ist natürlich total wichtig, dass meine Tochter eigentlich damit so wenig wie möglich in Verbindung oder in Kontakt gerät. Als ich das erste Mal von der Idee gehört habe, Klamotten oder eine Kollektion aus Kork zu machen, habe ich erstmal gedacht, boah, das wird schwierig. Und ich finde es aber genau aus diesem Punkt, weil es schwierig ist und weil es was Ungewöhnliches ist und weil es gleichzeitig eben für einen bestimmten Industriezweig, nämlich den Korkbauern, total wichtig ist, wieder eine Arbeitsgrundlage zu haben, finde ich es allein deswegen schon spannend, ein Label dabei zu unterstützen, die einfach was ausprobieren, in dem Fall auch riskieren. Und wenn man dann zum Beispiel so ein erstes Muster in der Hand hat, merkt man auch, das ist ein hochwertiges Produkt. Und ich glaube, wenn davon mehrere sich überzeugen können, finde ich das total super. Deswegen würde ich persönlich, mache ich auch bei dem Crowdfunding mit und bin sehr gespannt, was da zum Schluss dabei rauskommt.